Guten Abend. Ich bin hier im Auftrag der strategischen Homeland Intervention Enforcement's Logistic Division. In Ihrer Bewerbung haben Sie uns abgekürzt mit SHIELD. In dem hier folgenden Video-Essay möchte ich Ihnen den legendären Agent Phil Courtson und sein selbst ausgewähltes Team näher bringen. In Form von dieser exakten Darstellung von dem legendären Agent Phil Courtson und seinem Auto. Lola, diese akkurate Repräsentation von Philip J. Courtson und seiner Corvette Lola stammt aus dem Lego-Set 76077. Wir haben bei Lola sogar die Funktion, die Räder einklappen zu können, um den Hover-Mode dieser modifizierten Corvette darzustellen. In diesem Video-Essay geht es jedoch nicht um den legendären Avenger, sondern um sein Team. Und wir beginnen mit Agent Daisy Johnson, aka Craig, aka Tremors, aka Sky. Diese Reproduktion von Agent Johnson zeigt sie während der dritten Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. Ihre Haare sind ein eBay-Kauf. Entschuldigen Sie bitte, ich habe keine Ahnung, aus welchem Set die stammen. Ihr Kopf ist von Sabine Wren aus dem Lego Adventskalender 75184. Ihr Torso ist der Torso von Agent 13 aus dem Lego Marvel Set 76051 und die Hose stammt von einem imperialen Gunner Piloten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ebenfalls aus dem eben erwähnten Adventskalender 75184. Merken Sie sich 75184, Sie werden diese Zahl des Öfteren hören im Laufe dieses Video-Essays. Die nächste Agentin, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist Barbara Morse, aka Bobby, aka Mockingbird. Bobbys Kopf und Haare stammen von der eben erwähnten Agent 13 aus dem Z 76051. Torso und Hose stammen tatsächlich von der Black Widow-Figur aus dem Infinity War Set 76101. Der nächste Agent, den ich Ihnen vorstellen möchte, wäre eigentlich Alfonso McKenzie, aka Mac, gewesen. Jedoch habe ich da ein kleines Problem. Ich habe noch keinen geeigneten Kopf und noch keinen geeigneten Torso für Mac gefunden. Dementsprechend wird er hier vertreten von einem jungen Nick Fury aus dem Z 76127. Sollten Sie Anregungen und Ideen haben, wie ich eine akkurate Repräsentation von Mac hinbekomme, schreiben Sie diese bitte in die Kommentarfunktion unter dieses Video-Essay. Das letzte Teammitglied, naja, nennen wir ihn lieber den Verräter, den ich Ihnen jetzt hier vorstellen möchte, ist niemand anderes als Grant Ward. Er wird hier dargestellt, wie er in der dritten Staffel zu sehen war, während er auf der Suche nach Hive war. Sein Kopf stammt von einem Rebellen Resistance Officer. Ja, ich bin mir selber nicht ganz sicher, wo der herstammt. Aus dem Set 75184. Der Torso stammt von einem Sand People Ghost aus demselben Set. Und die grauen Füße stammen von einem imperialen Offizier. Alle samt kommen von dem Set. Ja, Sie können sicherlich mitsprechen. 79184. Seine Haare sind wiederum ein eBay-Kauf. Eine ähnliche Frisur finden Sie aber auch auf Ray von den Ghostbusters. Ich kann Ihnen den Namen dieser Frisur leider nicht nennen. Falls Sie sich fragen, wo stammt die Pistole her, sprechen Sie es mit 79184. Sie fragen sich jetzt vielleicht, wieso ich Ihnen dieses Team vorgestellt habe. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich Ihnen gratuliere. Sie sind tatsächlich ausgewählt worden, Teil des Väterprotokolls. Entschuldigung, ich bin ganz kurz.
Ex-Direktor Mace, was kann ich für Sie tun? Stellen Sie sich vor, eine Flotte von Quinjets, die von hier aus startet. Ja, Sir, hören Sie, ich habe gerade von Direktor McKinsey die Erlaubnis für ein neues Veta-Protokoll bekommen. Ich glaube nicht, dass wir die Ressourcen für Ihre Quinjet-Flotte haben. Haben Sie da vielleicht schon mal mit dem Direktor drüber geredet? Ein Team, das sich vertraut, ist ein Team, das triumphiert. Ja, Sir, ich verstehe. Okay, ich rede mit Agent Koenig. Ja, okay. Wiederhören. Was hat sich Tony Stark bloß dabei gedacht, den wieder in Existenz zu schnipsen? Ich weiß es nicht. Wo bist denn Sam? Da bist du. Ja, hi Sam, ich bin's. Ja, leider. Hör zu. Ich habe gerade einen Anruf von Ex-Direktor Mace bekommen. Es scheint mir so, als würde Direktor McKinsey ihm seine Quinjet-Flotte gestatten. Ja, Ach so, das Veta-Protokoll ist gestrichen, weil Direktor McKinsey schon einen Helicarrier hat. Nee, wusste ich nicht. Nee. Nee, die mehr habe ich nicht bekommen. Also, es ist also classified und ich habe nicht die Erlaubnis. Alles klar, gut. Ja, ist okay, ja. Ja, wir zocken demnächst mal wieder COD, ist versprochen. Ja, ich weiß, ich zocke gerade besitze zu viel Formel 1 mit meinem Cousin, ich weiß, ja. Na, ja, wir hören uns. Gut, okay, tschüss. Tja, da war ich wohl nicht, hatte ich wohl nicht die Erlaubnis dieser Mitteilung. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Also, richtig, ich würde Ihnen gratulieren. Und zwar sind Sie ausgewählt worden, Teil des Quinjet-Protokolls zu sein. Der Bau beginnt am 11. September um 19 Uhr auf Plattform Twitch. Ich möchte Sie daran erinnern, dass all das, was Sie hier gehört haben, streng geheim ist. Das bedeutet, wir werden Sie finden und ausschalten, sollten Sie diese streng geheime Information weitergeben. Sollten Sie dies nicht tun, wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns. Ciao.